Hallöchen, liebe Shisha-Freunde, wir beide wollen mal wieder einen neuen Tag für euch auf meinem Kanal. Und zwar auch mit der Suka Django Cast Apo mit drei Black Kokokohlen und einem Kaminaufsatz. Genau, erstmal vorweg, wenn ihr das Video heute seht, heute ist ein besonderer Tag, denn. Heute ist mein Geburtstag! Genau, und heute haben wir noch einen Tabak an diesem besonderen Tag, und zwar den Leon Cello Blue von Adalia. Neue Sorte, war einer dieser drei neuen Sorten, neben Skyfall und Kiwi Leon. Ich sage immer Kiwi Lemon, wahrscheinlich irgendwie, weil ich es gewöhnt bin, Lemon zu sagen statt Leon. Aber egal, wir haben heute Leon Cello Blue. Hatte ich auch als Prototypen probiert, muss ich ganz ehrlich sagen, das war, wo wir in Belgien waren, aber da hat er mir nicht ganz so zugesagt. Muss jetzt aber mal im Endeffekt sagen, dass ich zeige euch einfach mal die Dose von innen, wenn ich euch den Schnitt zeigen will. Ja, das ist. Ich weiß nicht, ob man sieht, der Tabak ist so gut wie leer. Da ist vielleicht noch ein halber Kopf drin. Und haben doch schon ganz schön gut durchgesuchtet. Deswegen zeige ich euch den Schnitt aus dem Skyfall. Der ist nämlich noch fast voll, der hängt ein bisschen zusammen. Es ist, eigentlich muss ich bei Adar gesagt den Schnitt nie zeigen. Hier ist es ein bisschen klumpig gerade. Ist mittel bis fein. Es sieht immer gleich aus seit jahrelang. Kann ich immer nichts gegen sagen. Top-Schnitt, lässt sich super bauen. Bin ich mit zufrieden. Was soll denn Leon Cello Blue sein? Leon. Sagt schon alles, das ist Zitrone, was ist Blue? Blue ist mittlerweile immer Blaubeere bei Adair, erinnert an den Litsch Blue, der war ja auch Blaubeer Litschi. Und Cello, nicht das Musikinstrument, sondern es gibt einen Limonenlikör, beziehungsweise einen Zitronenlikör, der, ja, ich weiß gar nicht, aus Neapel kam oder so. Irgendwas habe ich gerade auf Wikipedia gelesen, weil ich sage euch ganz ehrlich, ich habe das Zeug noch nie getrunken. Ich habe schon viele alkoholische Getränke getrunken, aber das noch nicht. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer zu sagen, ob es jetzt wirklich in diese Richtung geht. Aber ich sag mal, der Grundaugenmerk liegt halt an Zitrone, Blaubeere. Jetzt werden wahrscheinlich wieder einige sagen, wow, Zitrone, Blaubeere, das gab es ja schon 100.000 Mal. Aber ich finde immer, oder mittlerweile ist die Blaubeere anders bei Adalia. Halten wir mal die Nase rein. Also man riecht klar eine Zitronennote, die geht jetzt nicht, sondern in zwei Richtungen, doch relativ süß gehalten. Und dazu kommt auch eine sehr, sehr süße Blaubeere, die so ins Florale geht, meiner Meinung nach. Das heißt, floral meine ich damit, zum Beispiel Marilyn Monroe war ein sehr rosiger, floraler Tabak. Und Litsch Blue, also das ist genau die gleiche Blaubeere aus dem Litsch Blue, wenn ihr schon mal Litsch Blue geraucht habt. Und damit meine ich halt, es ist so, ich finde mal, das geht ins Raumspray so. Also das meine ich immer mit floral, entweder so blumig oder leicht Raumspray-mäßig. Finde ich, wie gesagt, nicht schlecht. Weil normale Blaubeere kann ich halt einfach so gut wie nicht mehr rauchen. Zitrone geht wirklich immer, aber normale Blaubeere geht halt wirklich gar nicht mehr. Schauen wir mal, wie das Ganze im Geschmack hier so ist. Was er dort so zu bieten hat. Wie denn der Cello so schmeckt. Ich habe noch nie ein Cello geraucht. Bisher nur Kontrabass. Ja, der war ja sehr witzig, Freunde. Also nehmen wir mal einen Zug. Vom Rollers kann sich das auf jeden Fall gerade sehen lassen. Raucht gar nicht schlecht hier. Aber was mir zuerst auffällt, mir kommt so eine leichte frische Note entgegen im Mund. Also sowas leichtes Kühlendes, nicht extrem, sondern eine leichte Frische legt sich so in meinen Mund ab. Finde ich, passt auch dazu, sonst wäre, glaube ich, wahrscheinlich zu eintönig. Das habe ich schon mal vorweg gesagt, also das ist beim Sprechen sofort wieder weg. Aber nur so was Leichtes, man merkt so eine leichte Frische. Dazu kommt halt eine Zitronennote, die kann halt in dieses Cello gehen. Wie gesagt, keine Ahnung, aber es ist wirklich eine Zitronenrichtung. Und halt diese andere Blaubeere, die ich mittlerweile wirklich feiere, weil sie halt nicht diese Standardblaubeere ist. Diese Standard-Alfaja-Blaubeere oder wo sie auch sonst wo verwendet wird, das ist immer diese Standardblaubeere. Ich finde, das ist immer so eine andere Blaubeere, so eine süßere. Rosé, künstliche, florale Raumspraynote, die ich halt irgendwie feiere. Ich weiß auch nicht, also für mich ist das so eine Raumspray-Blaubeere, weil halt sowas Florales rüberkommt. Also wer den Litch Blue schon mal geraucht hat von Adalia, der wird wissen, welche Blaubeere ich meine. Wer schon mal Marilyn Monroe geraucht hat, der wird auch sagen, dass es so vielleicht in die Richtung geht mit diesem Floralen von dieser Blaubeere. Heute meine Handbewegungen sind schon wieder mega geil drauf. Aber wisst ihr, was ich meine? So, das ist so nicht diese typische Blaubeere, sondern eine leicht süßlich florale Blaubeere. Ist so was Eigenes meiner Meinung nach.
Ja, und die Zitronennote ist halt, sag ich mal, also keine 2-Zitrone, aber halt auch keine harte Zitrone-Minze, so wie man sie kennt. Also es ist ein runder Tabak meiner Meinung nach, wie so ein Cello jetzt schmeckt, wie gesagt, keine Ahnung. Also es ist wirklich ein rundes Ding, sag ich mal, aber wie gesagt, er haut mich irgendwie nicht vom Hocker. Ich finde ihn wirklich in Ordnung. Eine Dose war auch in Ordnung so, aber der Kiwi Lemon hat mich irgendwie von diesen drei neuen Sorten mehr vom Hocker gehauen. Irgendwie so krasser vom Hocker. Da dachte ich mir, wow, was ist das so? Also es ist ein grundsolider Tabak. Wer halt eine andere Blaubeere haben möchte mal mit einer Zitronennote, der kann halt auch mal zum Leoncello Blue greifen. Ja, ansonsten Freunde, sind wir vom Preislichen hier bei 14,90 €. Ist ja ein Euro teurer geworden, statt 13,90 € jetzt 14,90 €. Warum? Ist mir auch egal. Ansonsten, übrigens schreibt mir mal in die Kommentare, falls ihr jetzt noch dran sein sollt. Habt ihr auch manchmal das Problem? Das ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage. Dass manchmal ihr denkt, halb dreht nachts eure Dosen zu. Dass sich wirklich, also man schraubt die normal zu und dann gehen die irgendwann nicht mehr auf. Das habe ich manchmal bei der Dosen wirklich so das Problem. Also manchmal geht's so, aber wenn man die zu kräftig zuschraubt, dann geht die halt wirklich nicht mehr auf. So. Also das habe ich jetzt wirklich schon ein paar Mal gehabt und ich kenne auch andere Leute, die haben diese Erfahrungsberichte und der Daya-Typi, Grüße erstmal an dich, wollte mir das nicht glauben. Also das ist eigentlich schon relativ witzig, dass mir der das nicht geglaubt hat. Aber irgendwie kommt mir das manchmal wirklich vor, als ob halb nachts die Dosen zudreht bei der Daya. Oder bei meinem Schrank, so meiner Daya-Dosen. Das ist irgendwie, er hat es irgendwie auf meiner Daya-Dosen abgesehen. Ich weiß nicht warum. Aber ist ja auch egal, Freunde. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt links in der Beschreibung. Wenn ihr dieses Video sehen werdet, werde ich bestimmt gerade auskommen. Oder werde ich so viel Alkohol trinken vor meinem Geburtstag und meinen Geburtstag reinfeiern? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Also, Freunde, bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch, liebe Stücher, Freunde.